Hallöchen ihr, denn alle vier. Und willkommen zurück bei Remothered Tormented Fathers, wo es weitergeht hier im Häuschen. Ja, wo ich in der letzten Folge der roten Nonne begegnet bin, konnte sie erfolgreich abhängen. Und jetzt muss ich schauen, was ich hier noch zu tun habe und zu machen habe. Ich habe keine Ahnung. Ich muss nach wie vor die Leiter im Keller aktivieren. Ich muss das Verschwinden von Celeste noch weiter untersuchen und den Weg raus aus dem Haus. Ja, schauen wir doch mal, was jetzt hier noch passiert. Ich weiß, dass Fatih Angst hat vor der Nonne. Aber ich habe keine Ahnung. Wie? Hey, wait! Was? Hä? Wer war das? Ich suche das Verschwinden von Celeste? Hä? Jennifer? Erreiche den Dachboden, verfolge das Mädchen. Okay, das ist ein Dachboden. Das wird ja die Musik. Oh Gott, oh Gott. Ich will da nicht rein. Oh oh. Die Knusperone-Mutti ist weg. Und ich komme nicht raus. Oh nee. Scheiße. Und jetzt? Oh Gott. Komm, da liegt was auf dem Bett. Sammelgegenstand. Die roten Nonnen von Christo Morant. Bewirtschafter der Rosso Gallo Plantage 1970. Da haben einige, die haben alle irgendwelche ausgekratzten Köpfe. Während des Feuers auf dem Feld hat jemand überlebt. Es ist sie. Ich erkenne sie. Es war, als würde sie Celeste verfolgen. Ein paar Tage nachdem sie heimkam, zeigte sie sich kurz an der Tür. Richard zufolge ist das ein Zeichen Gottes. Er glaubt, dass uns das helfen wird, unser Baby zurückzubekommen. Aber das ist kompletter Schwachsinn. Sie ist unser Baby. Seine Besessenheit für Jay endet darin, dass uns alle tötet. Diese Nonne, eine Arbeiterin auf dem Feld, die Tochter der Ashmans? Sie schaffte es, diese widerlichen Motten zu kontrollieren. Sie wurde ein Teil von ihnen, aber ich habe sie ausgeräuchert. Sie will Rache für den zweiten Prototypen des Phenoxyls. Für alles, was wir getan haben. Und jetzt hat mich Richard dazu überredet, mich zu Hause einzusperren, zusammen mit Celeste in ihrem Zimmer. Ich kann nicht viel machen. Ich hätte aber irgendetwas unternehmen müssen. Ich hätte Richard stoppen müssen und dieser verdammte Wyman, wenn ich doch nur... Dinge gerieten außer Kontrolle. Ich muss jetzt etwas tun. Ich muss handeln. Ich muss es für sie tun. Bevor die Hypnose Wirkung zeigt. Bevor ich es vergesse. Bevor es zu spät ist. Cortison kann sie immer noch erblinden lassen. Es kann töten. Oh Gott. Okay. Okay. Thank you.
Ist das am Start? Ist der jetzt noch da? Ich höre Motten. Ich will ja nicht raus. Okay, was haben wir hier? Ah, okay. Einen alten Regenschirmgriff. Wofür auch immer jetzt den Regenschirmgriff braucht. Ich gehe jetzt erstmal speichern. Das glaubst du aber. Oh Junge, okay. So, lass mal gucken. Warum jetzt hört sein Griff vielleicht zu einem kaputten Regenschirm gehört? Für was kann ich den wohl brauchen? Warte mal, komme ich damit vielleicht an den Griff von dem Dachboden ran, ne? Where are you hiding, sinner? Huh, das ist ja die Mutti. Oh Gott. Ich fliehe jetzt nicht mehr vor Mr. Felton, sondern vor der Nonne. Oh Gott, oh, das ist ja furchtbar. Weg. Oh, fuck. Oh, die ist da vorne. Oh, die ist da vorne. Ist die Sache, wo es jetzt hinläuft. Geh nach oben, geh nach oben, geh nach oben.
das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Hey, es ist... This can't be real. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this... Okay, das Licht fängt aber an zu flackern, ne? Jetzt weiß ich natürlich, ob die hoch oder runter geht. Über mir, die muss über mir sein. Auf, hol runter und geh rauf. Hoch mit dir. Hoch. Geh hoch. Geh hoch. Danke. Alter. Oh, Junge. Oh, nee. Oh, Scheiße. Oh, noch so Puppen überall. Die steht doch bestimmt irgendwo zwischen diesen ganzen Puppen rum. Ja, da, da. Ich sehe dich. Ich sehe, das ist doch offensichtlich die Einzige, die hier Schuhe anhat. Da steht sie. Da steht sie. Der Schleife an. Ja, das ist sie. Scheiß die Wand an. Okay. Neues Haus, neues Geschäft, neues Leben. 1956 beim Auspacken, Ariana und Sal. Ich bin Jennifer. Okay. Ich hab's jetzt zwar nicht gesehen, aber ist okay. Ja, da kommt sie. Von hinten. Ja.
Okay, was jetzt? Das ist noch das Foto. Okay. Die Spiegel sind alles überklebt, ne? Kann das sein? Fuck, ich glaube, ich muss wieder runter. Aber die verfolgt mich doch jetzt. Die verfolgt mich doch 100 Prosen. Nein, 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 ich bin nicht wie die anderen. Oh Gott, 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 oh Gott. The responsible authorities are trying to make light of what has happened. Now let's go to the report. Chodoskoro. A phone line repairman was attacked this morning in an underground car park. Surveillance cameras show a blonde woman in suit with an elegant, innocent air about her who approached the man with the pretext of lighting a cigarette. The woman then attacked the man, wounding his head. The wanted person, aged between 30 and 40, then browsed through the man's briefcase containing confidential information about the users who asked for the phone line to be repaired. She stole the man and started driving to an unknown destination, leaving the man unconscious. The authorities are now checking for any evidence that the woman might be looking for a particular address. Although the man is now out of danger, he has suffered lesions and a concussion and has been admitted to a hospital nearby. A few hours ago, the authorities provided an identikit of a woman based on the victim's description. We invite you to contact us if you find yourself in the presence of this woman, or if that you have woman seen a looks like you. Who are you? I hope you'll forgive me for before, but you mustn't touch my things. My things are mine. You mustn't. That photo in the loft. What happened to that door? Richard made it disappear. He doesn't want anyone to go in. What do you mean? That door no longer exists. There is now a wall. A wall behind the fireplace. A fireplace? There, you're gonna find what you're looking for. Do not want medicines. Oh, leck. Okay. Untersuche den. Kacke. Untersuche den Kamin. 23 Skidoo. Retnon turned Felton against me. Oh Gott, ich hab keine Ahnung, wo ich überhaupt bin hier. Scheiße. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Ich würde halt ganz gerne jetzt mal so speichern irgendwie. Hier ist die Uhr. Da ist der Spiegel. Dann guck ich mal.
Ob ich hier einen Kamin finde? Okay. Und wie es weitergeht? Wo der Kamin ist? Was sie alle von mir wollen? Das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei wärt. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und ciao, ciao.